Für Thorsten Angermann beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Der Verwaltungsangestellte nimmt nach Jahren im festen Berufsalltag jetzt ein Studium bei der Technischen Akademie Wuppertal auf. Für ein berufliches Weiterkommen ist es heute wichtig, dass man aktuelle Kenntnisse und auch über aktuelle Abschlüsse verfügt. Das Lernen hört nicht auf, wenn man von der Schule kommt. Bei mir ist es schon eine ganze Weile her und so ist es jetzt an der Zeit, dass ich meine Ziele nur dadurch verwirklichen kann, dass ich jetzt auch einen aktuellen Abschluss erwerbe. Diese Ansicht teilen weitere 38 Arbeitnehmer. Auch sie haben sich parallel zum Beruf für ein Studium entschieden. Doch gerade in der heutigen Zeit ist es schwer, Job, Familie und Weiterbildung zu meistern. Die Technische Akademie Wuppertal hat sich deshalb darauf spezialisiert. Dreimal wöchentlich werden hier die Studierenden nach der Arbeit unterrichtet. Ähnlich wie auf der Universität ist auch an der THW die betriebswirtschaftliche Auswertung der gefragteste Kurs. Den studieren ungefähr 80-90% unserer Berufstätigen, die sich bei uns einschreiben. Dann gibt es die Spezialisierung für Berufstätige aus dem öffentlichen Dienst, die sich in den Verwaltungsbetriebsstudiengang einschreiben. Und wir haben einen neuen Studiengang aufgelegt in diesem Jahr, das ist der Marketingbetriebswirt, der die Vorlesung aus der BWL, der VWL und der Rechtswissenschaften verbindet mit einer sehr starken Praxisvertiefung aus dem Bereich Marketing. Denn vor allem im kaufmännischen und auch technischen Bereich werden die Studierenden von erfahrenen Dozenten unterrichtet. Diese nehmen sich auch nach der Vorlesung Zeit, um Fragen oder noch ungeklärte Sachverhalte individuell zu besprechen. Anne Prezel kennt sich damit bestens aus. In 4,5 Jahren Studium zur Betriebswirtin brauchte sie gelegentlich den ein oder anderen Rat. Doch mit der guten Unterstützung durch die Mitarbeiter an der THW hat die ausgebildete Bürokauffrau erfolgreich den Bachelor-Titel bestanden. Auch wenn die Lernerei nicht immer einfach war, Anne Prezel ist trotzdem froh, dass sie das Studium durchgezogen hat. Also es ist schon nicht einfach, definitiv, vor allem gerade neben dem Beruf natürlich, abends sich hinzusetzen, aufnahmefähig zu sein. Einige Themen fallen natürlich leichter, einige schwerer und ja, es hängt natürlich auch am Dozenten, ne? Ob er es gut rüberbringt oder nicht, ob er uns abends noch motivieren kann. Samstags war auch immer nicht so einfach, wenn die Freunde unterwegs waren und du saßt hier und hast in den Vorlesungen gesessen, dann ja, aber da musste man durch, man wusste ja, wofür man es macht. Ebenfalls den Bachelor-Titel in der Tasche haben 29 weitere Absolventen. Damit stehen für sie jetzt sämtliche Wege in der Berufslaufbahn offen. Bis das bei den Erstsemestern soweit ist, dauert es noch ein paar Jahre. Aber auch sie werden diese Zeit meistern. Die Dozenten an der Technischen Akademie werden die Neuen auf jeden Fall wie jedes Semester bestmöglich unterrichten und unterstützen. Angst muss somit niemand haben. Deshalb ist es schon jetzt vorteilhaft, sich für das kommende Semester zu bewerben. Der Werdegang ist wie folgt. Ich muss mich generell erst einmal dafür entscheiden für eine Richtung. Und das wäre eben bei uns an der VWA der klassische Betriebswirt oder die Spezialisierung Verwaltung und Marketing. Und wenn ich sage, das ist ein interessantes Studium, das wäre etwas für mich, dann muss ich natürlich für mich selbst entscheiden, möchte ich das, kann ich das? Ich muss meine Familie mit ins Boot holen, meine Freunde, denn es ist ein Dreiklang Familie, Beruf und Studium. Die müssen während der 6 Semester und der möglichen 2 weiteren Semester einen Einklang bilden. Also der Arbeitgeber sollte, wenn es die Arbeitszeiten tangiert, mit ins Boot geholt werden. Mit Wille, Durchhaltevermögen und Unterstützung von Freundinnen und Familie werden auch die Erstsemestler ihr Ziel erreichen, den Bachelor an der Technischen Akademie Wuppertal zu bestehen.